Irgendwo im Westen der Ukraine. Wir sind auf dem Weg zu einem Ort, dessen genaue Lage geheim bleiben muss. Es ist das größte Lager für Kriegsgefangene im Land. Viele Insassen sind nicht zum ersten Mal hinter Gittern. Als Sträflinge wurden sie in russischen Knästen für den Angriff auf die Ukraine angeheuert. Unter ihnen auch verurteilte Mörder. Das Verteidigungsministerium kam und hat mir Folgendes angeboten: Wegfall meiner Strafe, 6-Monats-Vertrag, Gehalt 204.000 Rubel, Übernahme von Schulden und Krediten, außerdem Hilfe für meine Familie. Ich habe zugesagt. Als ich dann in die Ukraine kam, habe ich gesehen, alles ist anders. Das, was Sie versprochen hatten, haben Sie nicht erfüllt. Bereuen Sie Ihre Entscheidung? Aus heutiger Sicht ja. Wenn ich gewusst hätte, was mit mir passiert, hätte ich lieber weiter meine Strafe abgesessen. Verraten und verkauft. So fühlen sich viele hier, die hofften, der Krieg biete ihnen eine zweite Chance im Leben. Andere wurden einfach eingezogen und glaubten der Propaganda. In den Programmen im russischen Fernsehen haben sie uns die ganze Sache erklärt, dass es eine Aggression des ukrainischen Militärs gegen die Menschen in den Republiken Donetsk und Luhansk gibt. Und es sei notwendig, seinem Heimatland zu dienen und den verbündeten Republiken zu helfen. Kurz gesagt, Menschen vor den Bomben zu retten. Ob ich bedauere, dass ich in die Ukraine gekommen bin? Ja, sicher. Ich verstehe nicht, warum das Ganze hier gemacht wird. Wofür dieser Krieg gut sein soll? Hätte man das nicht auch auf friedlichem Wege regeln können? Ich denke schon. Wir alle können doch sprechen. Man kann sich doch immer irgendwie einigen. Ausländische Reporter in einem Kriegsgefangenenlager sind eher selten. Doch die Ukrainer verfolgen damit ein klares Ziel. Sie wollen zeigen, dass sie ihre internierten Feinde gut behandeln. Petro Jatsenko ist vom Hauptquartier für die Versorgung von Kriegsgefangenen. This is a workshop where Russian. In dieser Werkstatt fertigen die russischen Kriegsgefangenen Gartenmöbel an. Wie Sie sehen, arbeiten sie hier. Das machen sie jeden Tag und verdienen auf diese Weise auch Geld. Entsprechend der Genfer Konvention bekommen sie dafür ein Viertel Schweizer Franken. Das sind umgerechnet 10 Hryvnias am Tag. Schon zu Sowjetzeiten war der Komplex ein Gefängnis. Heute schickt der große Bruder von einst immer mehr schlecht ausgebildete Soldaten an die ukrainische Front. Anderthalb Jahre Krieg fordern ihren Tribut. Die Qualität dieser Truppen ist sehr gering. Sie sind in einem schlechten körperlichen Zustand und man kann sich nur schwer vorstellen, dass sie an der Front viel ausrichten können. Sie werden eigentlich nur eingesetzt als sogenanntes Kanonenfutter. Und wenn sie das Glück hatten zu überleben, landen einige von ihnen hier, auf der Krankenstation des Lagers. Männer, gezeichnet vom Kämpfen. Laut US-Schätzung gibt es auf beiden Seiten inzwischen bis zu 300.000 verwundete Soldaten. Auf eine Mine getreten, dann Gefangenschaft. Haben Sie eine Prothese? Nein, aber alles wurde vorbereitet. Mein Knochen abgesägt. Das Bein ist verheilt, die OP war gut. Sie haben nicht zu viel abgeschnitten und nichts ruiniert. Für sein Seelenheil sucht der Soldat Trost bei einem russischen Klassiker, Dostojewski, Schuld und Sühne. Das menschliche Leben an sich ist so wertvoll. Und kein Krieg kann rechtfertigen, es zu opfern. Da wird man schon nachdenklich, wie viele Leben gerade an der Front verloren werden und ob es das alles wert ist. Nicht alle wurden erst auf dem Schlachtfeld verwundet oder verstümmelt. Manche der Männer kamen schon krank im Kriegsgebiet an. Viele Kriegsgefangene, die schon in Russland in Haft waren, leiden an, wir nennen das Gefängniskrankheiten wie Tuberkulose oder AIDS. Das kommt häufig vor. Und die müssen natürlich dann besonders medizinisch behandelt werden. Special medical care too.
Nach Aussage der Lagerleitung bekommen die russischen Kriegsgefangenen die gleichen Essensrationen wie das ukrainische Wachpersonal. Nicht aus Nächstenliebe, sondern aus Kalkül. Wir behandeln die Kriegsgefangenen hier gut. Auch weil es unser oberstes Ziel ist, unsere Soldaten und Offiziere aus russischer Haft in die Ukraine zurückzuholen. Weil die Zustände dort viel schlimmer sind. Fahrt nach Russland. Bilder eines Gefangenenaustausches. Ich bin am Leben und wohlauf. Wir sind zurück und werden bald zu Hause sein. Dieselben Szenen auf ukrainischer Seite. Insgesamt sollen mittlerweile mehr als 2.500 Soldaten ausgetauscht worden sein. Für die Rückkehrer nach ihrer Zeit in Gefangenschaft ein bewegender Moment. Ja, ich bin in der Ukraine, hörst du? 473 Tage. Sie meinen, ich sehe dich heute schon wieder. Ginge es nach der Ukraine, gäbe es mehr solcher Szenen. Das größte Problem ist, dass sich Russland nicht um seine Kriegsgefangenen kümmert. Um die russischen. Sie sind nicht zu zügigen Verhandlungen bereit. Oft verzögern sie den Prozess auch. Und deswegen ist es sehr schwierig, mit einem solchen Gegner über den Austausch von Gefangenen zu verhandeln. Russland spricht bis heute nicht von einem Krieg, sondern von einer Spezialoperation. Trotzdem betonen die Ukrainer, dass sie die internationalen Vorgaben für Kriegsgefangene einhalten. Telefonieren mit zu Hause gehört dazu. Hallo? Hallo. Hallo, mein Hase. Mein Liebling, wie geht es dir? Alles ist in Ordnung. Und dir? Alles gut. Hast du die Pakete bekommen? Ja, vielen Dank. Telefonate mit der Familie, Pakete aus der Heimat, all das wird Putins Soldaten erlaubt. Grüß alle von mir. Ich liebe dich und küsse dich. Auf jeden Fall werde ich alle grüßen, mein lieber Sonnenschein. Ich liebe dich. Alles Gute. Ich dich auch. Wann es für ihn und die anderen zurückgeht, das weiß momentan niemand. Einige sitzen schon seit Monaten hier. Zuletzt waren die Verhandlungen mit Russland wieder in Stocken geraten. Hoffen Sie auf einen Austausch? Ja, das wünsche ich mir. Alle warten darauf. Nicht alle. Wassili ist nicht zum Kämpfen in den Krieg gezogen. Er wollte nur raus aus Russland. Jetzt träumt er von einer Zukunft im Westen. Ich will auf jeden Fall die Uni beenden. Entweder hier in der Ukraine oder irgendwo in Europa. Und die ukrainische Staatsangehörigkeit. Oder eine in Europa bekommen. Ein paar der Männer sind noch halbe Kinder, so wie Nikita. Er ist 20, hat sich nur wegen des Geldes rekrutieren lassen, so wie viele. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Vor allem nach Hause zurückkehren, eine Familie gründen und Kinder großziehen. Normale Wünsche, wie sie junge Menschen überall auf der Welt haben. Nur dass sich diese in Zeiten des Krieges selten erfüllen.